Hey, willkommen zur sechsten Folge von Borderlands. Und wie immer mit dabei, Vita Nova. Ja, hallo. So, wir standen jetzt über eine halbe Stunde hier. Fragt mich nicht, warum. Weil wir gegessen haben. Ich sagte doch, fragt mich nicht, warum meine Waffe liegt... Guck mal, ich habe meine Waffe vor über einer halben Stunde hier weggeschmissen, ja? Mhm. Und die liegt jetzt immer noch da. Naja. Aber vorhin, als mir was geben wolltest, war's weg. Tja. Oh, auf einmal sind wieder Gegner hier. Boah, wieder so ein fettes Vieh hier. Knallharter Skag. Das sind aber gut Waffen fallen, ne? Warte mal, was ist denn das hier für eine? Feuerrate 19. Guck ich mir auf jeden Fall mal an. Du ballerst schon wieder fröhlich weiter. Jetzt brauche ich keine. Oh ja, endlich. Was? Munition und Dingsbums. Leben. Leben liegt hier auch. Hab ich jetzt wieder voll. So viel war ja nicht bei mir weg. Okay, dann nehme ich mir das Teil, weil ich habe nur 100. Jetzt habe ich 126. Oh. Alter! Den schaffst du alleine. Ja, aber was ist das hier? 61. Ja. 60. Das liegt hier rum. Ist das Leben, was da rumliegt? Ja. Ja, dann. Halt, stehen bleiben. Oh. Gib mir ein bisschen Munition. Was liegt da rum? Okay, Pistole ist voll. Dann werde ich noch ein bisschen SMG aufladen lassen. Oh, schade. So, jetzt nochmal gucken, was ist das? Achso, das war die. Wenn er nur die Waffen aufgeladen. Hab ich die nicht? Hab ich die nicht gerade aufgesammelt oder so? Wenn jetzt nur die Waffen aufgeladen, die man gerade in der Hand hält oder alle? Die man gerade in der Hand hält. Ich würde sagen alle, oder? Echt nicht? Wüsste ich jetzt nicht, nein. Hab ich jetzt nicht drauf geachtet. Meine Schraubflinte ist jetzt voll. Ich weiß jetzt aber nicht, ob daran liegt, weil ich vorhin was aufgesammelt habe oder ob es daran liegt, dass. Wenn die Feuer hätte, würde ich die nehmen, hat aber kein Feuer. Okay, wir müssen. Weitermachen, stöhn nicht so komisch rum. Okay. Es macht mich sowas von überhaupt nicht geil. Schade. Wenn du Frau wärst, dann sicher, aber. Du bist selbst eine Frau. Hier? Das hört sich doch an, ne? Nein. So, hier haben wir wieder ein Pflänzchen. Oh, ich brauche unbedingt eine SMG. Was ist das? Schaden 9. Zielgenauigkeit. Nein. Du brauchst eine Waffe mit Säureschaden. Ich brauche keine Waffe mit Säureschaden. Ich brauche eine SMG mit irgendwelchen speziellen Fähigkeiten. Ich hab für dich einen Sniper. Mit Feuerschaden. Ein Sniper mit Feuerschaden. Mhm. Aber der ist nicht so. Die Trefferquote ist nicht so hoch. Nee, ist sowieso schwächer wie das Ding, was ich habe. Und was ist das hier? Auch wieder. Ja, genau. Ich hasse es, dass die Viecher hier springen können. Du machst das schon. Wer wollte nicht schon immer mal ein Rollenspiel haben, das wie ein Shooter aufgebaut ist? Hä? Ich bin ja so ein richtiger Rollenspiel-Fan. Kommt drauf an, nicht mal zwischendurch ganz gerne, aber im Großen und Ganzen zocke ich viel lieber Action-Shooter. Aber sonst ein Rollenspiel für zwischendurch sehr gerne. Aber dauerhaft wäre mir das nichts.
Echt nicht? Ne, Dauer, also nur Rollenspiele, nein. Aber wie gesagt, wir zwischendurch mal, so wie jetzt, klar. Das ist immerhin eine schöne Abwechslung von GTA jetzt. Weil jeden Tag GTA wird auch ziemlich langweilig. Hm. Ja gut, GTA Online macht doch relativ Fun mit euch, aber im Großen und Ganzen, wenn ich jetzt nur Story zocken würde, könnte ich nicht. Gut, hier haben wir das nächste. Ah, mein Schild, ihr Arschgeburten! Wenn du Medikits brauchst, sag Bescheid, ich hab ein paar. Nee, ich habe auch noch Medikits, aber die will ich mir aufheben für, wenn es wirklich mal brenzlig wird. Nutzt die Dinger, ich hab noch welche. Wenn brenzlig wird. Wenn es brenzlig wird, für die Viecher hier wird es ganz schön brenzlig gerade. So, werde ich mir erstmal. Oh! Scheiße! Mann! Ich wollte gerade Dings hier. Ich bin noch nicht wieder da, okay. Ich werde wiederbelebt, aber ich habe gerade neue Stärke. So, Level Alter, 10. die spucken mit ihrem scheiß Dings hier rum. Hast du ein Ja. Level ab? So, jetzt habe ich ein Medikit genutzt. Ah, jetzt traust du dich ja nicht mal das Schild hier aufzubauen, ne? Dein Geschütz. Ja, aber gibt trotzdem gut Munition. Ah, ja. Oh ja, hier was Munition, jawohl. Hab ich einen Skillpunkt bekommen eigentlich? Muss ich mal nachgucken kurz. Ja. Dann mache ich jetzt ein 5, 4 von 5 habe ich mit Munition, jetzt mache ich ein 5 von 5. So, jetzt habe ich jetzt kriegen. Achso, Oh. du bist schon Level 10. Ach Mann, ich bin immer noch Level 5. Level 9. Level 5, wie komme ich denn darauf? Würde ich heulen, wenn ich so scheiße wäre. Halt, komm mal nochmal her. Scheiße, jetzt bin ich schon rübergesprungen. Okay, egal. Kalt, warte mal, die greifen uns ja noch nicht an. Du brauchst 5, du musst 25 Gegner platt machen mit Säureschaden, richtig? Keine Ahnung. Für eine Trophäe, glaube ich, war das so. Irgendwie so Aber mal. wirf jetzt bloß nicht deine Waffe weg, weil, okay, ich habe jetzt nur noch einen Slot frei, ne? Hast du jetzt was Besseres gefunden, oder wie? Nee, ich gebe dir dann meine Waffe kurz, damit du die Trophäe machen kannst. Können wir auch später machen, da haben wir noch genug Zeit. Okay. Vielleicht finde ich ja selber noch eine. Wir wollen jetzt hier nicht irgendwie uns selbst ausbremsen oder so. So, ich habe erstmal alle Blumensamen hier gesammelt. Müssen wir wieder zurück. Die schlagen ja mit ihren Sony-Viecher. Habe ich mit einer Granate wenigstens was getroffen? Keine Ahnung. So wie die übereinander standen, sah es eben aus, als ob die sich paaren wollten. Doch nicht, wenn die mich hier zerfleischen wollen. Doch. Dann macht die vielleicht richtig wild. Ihr seht schon, Vita macht hier aller platt. Ich bin hier nur derjenige, der überall vorbeischießt. Na gut, dann werde ich ab sofort mich zurückhalten. Ne, ne. Warum solltest du dich zurückhalten? Ist doch gut. Bringt uns wenigstens schnell weiter. Halt meine Munition. Jetzt latschen wir hier noch eine Runde, oder wie? Ach nee, hier geht's wahrscheinlich wieder zurück, oder? Hoffe ich. Oh klar, jetzt kommen noch mehr hier.
Sag mal, hau ich die einfach nur oder schieße ich wirklich irgendwas von mir weg, wenn ich den Nahkampf mache? Warte mal, guck mal zu mir. Macht das irgendwie noch ein bisschen was auf einer kleinen Entfernung oder? Du haust damit nur. Aber das ist irgendwie wie Energie hier, Dings, oder? Du haust in deine linke Hand. Trotzdem, was ist das hier für ein Schild, was hier kurz irgendwie. Das. Macht doch hier irgendwie einen komischen Effekt oder so. Keine Ahnung. Also siehst du nur, dass ich schlage, ohne irgendwelche komischen Effekte dazwischen. Oh, hier habe ich die Waffe weggeschmissen. Die liegt da immer noch übrigens. Deshalb habe ich ja gesagt, hier habe ich die Waffe weggeschmissen. Weil die da immer noch liegt. Okay, jetzt wieder andere Richtung hier. So, kommen wir zurück. Ja, hier waren wir schon, wie man sieht. Hier liegen immer noch Dinge rum. Was liegt hier? Achso, die Sniper. Guck mal, ohne deine Waffe wärst du doch aufgespissen, wenn es mir jetzt geben würdest. Da kannst du dich doch gar nicht mehr verteidigen. Klar. So levelt man aber auch gut hier. Einfach mal zugucken, wie da hier andere Viecher niedermitzelst. Zugucken. Außer du lebst mich dann wieder. Muss ich sowieso irgendwann mal machen. Wird man dann von den Viechern gestört oder kann man einfach in Ruhe weiter wiederbeleben? Nee, du wirst gestört. Also ist nicht so, also wenn du sie bissen wirst, kannst du trotzdem nicht wiederbeleben. Ne? Da ist es nicht so, dass wenn er dich beißt, dass er dann abbricht und du von vorne anfangen kannst. Genau das war meine Frage. Nee, geht schon weiter. Verlierst halt bloß deinen Dingsbums. Okay. Auf jeden Fall. Also verkaufe ich das Teil jetzt. Sniper behalte ich. 62? Hatte ich mal nicht eine bessere oder so? Hä? Warte mal, was habe ich denn eigentlich ausgerüstet? Ausgerüstet hatte ich doch auch eine Sniper, oder nicht? Nee, habe ich nicht. Komisch, hatte ich nicht mal irgendeine Sniper, die schon weit mehr als das hatte, oder? Okay, das Ding hier macht 19 Schaden. Das 24. Okay, verkaufe ich das Teil jetzt? Dann verkaufe ich das hier. Explosive Klebe. Granatenmods. So, hier Rückkauf. Ich glaube mal, wenn man offline geht und so und dann weitermachen will, wird der Rückkauf, glaube ich, gelöscht, oder? Glaube ich auch. Bist du fertig? Dann komm mal zu mir. Warte. Okay, es lohnt sich nicht wirklich, jetzt noch 6 Patronen zu kaufen zum Preis von, keine Ahnung, einem ganzen Paket. Okay, bin da. $141,60. Nehme ich doch 141, oder? Mhm. Danke. Bitte. Oh. Oh. Idioten. Shield. 141. Kann ich das andere jetzt auch verkaufen? Was mir wieder ein bisschen Geld bringt. Kannst du das verkaufen, was auf dem Boden liegt? Da bringt auch 194, also. Warum verkaufst du das denn nicht? Brauchst du kein Geld oder so? Auf die 200 ist jetzt auch geschissen. Hä? Ach, scheiße, jetzt bin ich auf Kaufen gegangen. Die rasten hier ganz draußen aus. So,
soll mir mal jemand sagen, warum bin ich jetzt auf Kaufen gegangen? Jetzt habe ich mir Schilde gekauft und jetzt habe ich Geld minus gemacht. Alter, ich hatte etwas über 8000, jetzt habe ich noch 7275. Ich weiß nicht. Mirfgranaten. Um Klebegranaten zu werfen. Was sind Mirfgranaten? Weitere Granaten. Dann mache ich mal hier das auch weg, so. Hört man das durch mein Mikro, was draußen gerade abgeht? Ich hab's einmal Boom gehört, ja. Ach, nur einmal. Es war nämlich schon viermal. So, hab mir nochmal zwei Medikits gekauft, so. Dann können wir auch zurückgehen. Du bist bereit, ne? Ja. Wo auch immer du gerade stehst. Am Ausgang. Boah, Alter, sag mal, ist bei dir schon wieder Silvester oder so? Schlimmer. Na, Silvester kannst du gar nicht aufnehmen. Da ist ja Dauerfeuer. Nee, ohne Mist. Okay, wir planen ein Let's Play für Silvester. Da, ja, am besten machen wir da einen Hangout mit Webcam, dann könnt ihr das mal sehen, das Spektakel. Wenn du bis dahin eine Webcam hast, du wolltest schon seit Monaten Webcam. Ich hab heute schon eine Webcam, Mensch. Seit wann hast du die? Guck mal, wo ich stehe. Und? Hast du gerade einen fahren lassen? Nein, das ist draußen. Warum habe ich eigentlich keine Munition gekauft, ich Idiot? Ich habe dich gefragt, ob du bereit bist. Ich habe eigentlich Munition gekauft. Oh, was habe ich da gemacht? Willst du mal dein Munitionshack einsetzen? Hack hat mir gefallen. Kannst mir meine Pistole gleich wieder aufladen, wenn du magst. 500 XP für das kleine Vieh? Also manchmal frage ich mich echt. Hier gibt es eigentlich kaum noch und dann auf einmal 500? Na, ich habe ungefähr 1000 Mal sogar bekommen. Cool. Extra für dich. Danke. Boah, geht das schnell. Schon wieder voll, kann ich Waffe wechseln? Die ist auch voll. Also alle Waffen drin. Cool. Ja, ich habe jetzt hier 5 von 5, ne? Also wir bekommen jetzt 5 Mal so schnell wie am Anfang. Ne? Cool, danke. So, muss man irgendwie noch einstellen, dass das Ding länger hält. Hoffe ich doch mal, dass es funktioniert. Kannst du auch gucken, was das alles bringt und so. Ja, letztes Jahr ist hier schon meiner verreckt. Draußen. Ja? Er hat von seinem Balkon aus so ein Scheißding gezündet, hat sich dabei einen Arm abgefetzt und dann ist er so reingegangen in seine Küche und da ist er verblutet. Hä, hey, warum gehe ich jetzt hier hin? Bin ich doof? Oh, Claptrap tanzt. Wunderschön. Guck ich mir aber nicht an. Aber hätte ich doch irgendwie sehen müssen, dass wir in die andere Richtung müssen. Alter, weg mit dich! Sag bloß, du bist jetzt nicht mitgekommen. Nee. Das erklärt einiges. Vermisst du mich? Ja. Ach Quatsch. Na gut, kümmer du dich um den. Ich kümmere mich derweil um unsere Aufgabe hier. Warum kommst du nicht her und wir plaudern eine Runde? Ich bin doch schon da. Schön, Gesellschaft zu haben. Danke. Einiges okay. Einfach nicht, wenn man nichts sieht. Nächstes Level. Erfahrung 1980 ist gar nicht mal so schlecht, ne?
Ding, Novize. Okay, ich bin Level 10. Wunderbar. Und 4320 und leider kein Level up. Schaden 9 mal 15. Alter, was ist das denn für ein Ding? Rückstoßverringerung. Schaden bei kritischer Treffer. Okay. Muss ich mir mal reinziehen, die Weapons. Das hier sieht aus wie eine Schrotti. Alter, die hat's voll dick drauf. Und die Sniper, 57. Hast du gerade gekotzt oder was? Ja. Okay, dieser Rückstoßverringerung. Die ist viel schlechter wie die Sniper, die ich habe. Ist aber auch teurer, die kann ich verkaufen. Machst du dir gerade ein Bier auf? Mhm. Während des Let's Plays? Mhm. Schlimm? Ja. Warum? Uns gucken Kinder zu. Du bist kein gutes Beispiel oder kein gutes Vorbild für einen erwachsenen Mann. Ja, liebe Kinder, wenn ihr sowas gucken solltet, dann möchte ich euch darauf hinweisen, dass dieses Spiel ab 18 Jahren ist. Also guckt ruhig weiter und immer liken. Und bitte kein Bier dabei trinken. Nein, also Bier ist ganz schrecklich. Ne? Also, nach dem ersten Schluck seid ihr unheilbar süchtig. So, bleibt mir stehen hier. Bleibt stehen. Wieso? Ah, Munition. Oh, mein Hals. Ich trinke kein Bier, ich trinke Wasser. Okay, also meine Waffen sind voll. Müssen wir jetzt wieder hier rein oder was? Ach, I don't know. Also es zeigt mir so in die Richtung. Ich weiß nicht, ob man hier noch anders aus der Stadt rauskommt als da, wo wir rein sind und da, wo wir jedes Mal rausgehen. Aber der Robo hier folgt uns dann nicht irgendwie dann später irgendwo anders hin, oder? Ich hab doch gesagt, du sollst mich keine Fragen stellen. Halt, noch nicht. Das sind Kisten. Wollte ich gerade machen, verdammt. Ach verdammt, ja. Erzähl auf jeden Scheiß hier. Ich weiß nicht, was wir hier noch nicht machen sollen, weil das Tor geht nicht auf. Und das Tor hier ist auch nicht auf. Wir können ja gerne die Trophäe holen mit allen Missionen und Arid Birds. Bitte was? Alle Missionen in Arid Birds erledigt. Ist auch eine Trophy. Wir wollen doch sowieso alle Missionen machen. Na, deswegen sag ich ja. Oh, Entschuldigung. Deshalb müssen wir jetzt erstmal versuchen, diese Mission hier zu schaffen, dann haben wir sie vielleicht schon alle, wer weiß. Weil ich wüsste jetzt nicht, wo man hier noch eine Dings herkriegt. Ich kann ja mal kurz ans schwarze Brett gucken, ob da noch irgendwas hängt. Oh, hier, der hier, ins. Ich mag das Vieh nicht. Okay, geht nicht. Also am schwarzen Brett gibt's nichts weiter, müssen wir wahrscheinlich hier irgendwie außen rum. Uts. Das heißt Onsk. O'Neill Zocker Crew. Ihr könnt uns hier auch gerne beitreten. O'Neill Zocker Crew im Social Club. Komm mal, Psycho. Wo? Geht doch. Oder so. Etsy weg. 25 Fressen weg, ätzen. Trophy. Oh, hier geht's hoch. Wie du selbst sind Feinde im Level eingeteilt. Ziele mit deinem Fadenkreuz auf einen Feind, um dich über sein Level zu informieren. Feinde mit Schädelsymbolen solltest du ausweichen, bis du im Level aufgestiegen bist. Mir scheißegal! Töten. Wir töten alles hier. Oh, das Geschütz macht ordentlich. Ach, das ist Feuer. Bonehead hier! Scheiße! Das Geschütz ist ja Wahnsinn.
Och man, jetzt... Warte mal, was ist das hier für eine tolle Waffe? Das ist eine SMG, Alter. Her damit. Cover your ass. Was ist denn mit der Geld? Achso, ich wollte gerade... Ey, warum hast du hier eine legendäre Waffe eingesammelt? Ist mal ohne Mist. Das ist eine SMG. Aber wie gesagt, Schrotflinten gehen an mir. Die will ich alle haben. Warte mal. Bone Shredder. Schaden 10x2, okay. Ich habe hier noch alle Schrotflinten an mich und... Feuerrate. Nachladegeschwindigkeit hat das Ding hier nicht. Es weht ein Wind aus Blei. Okay, wie auch immer. Das Ding erstmal... Ach, jetzt bist du reich. Wieso? Hast du nicht gesehen, wie viel Geld gerade kam? Nee. Schade. Hättest du mal echt sehen sollen. Alter, das Ding hier hat sogar ein Zieldings, ne? Warte mal kurz. Ich muss mal kurz hier in mein Inventar gucken. Ich hab so viel Scheiße gerade aufgesammelt. Oh ja. Kannst mal gucken, vielleicht brauchst du den Scheiß. Warte mal, was ist das? 58, nee, brauche ich nicht. 8x11? 15x11 nehme ich. Wenn du noch eine SMG hast, die besser ist als meine, dann her damit. Ich hab keine SMGs. Kann ich irgendwie... Das ist großartig. Was ist das? Mein Inventar ist voll. Meins auch. Also ich schmeiße das, weil ich das nicht brauche. Brauchst du Medikits? Ich bin voll, ich kann nichts mehr tragen. Denn nicht? Also diese lila Schrift sagt, das ist die beste Waffe, die es überhaupt geben kann, ja? Nein. Orange bzw. pink. So ein ganz, ja, so eine Art Lila-Pink, sag ich mal dazu. Also wie für meinen Charakter geschaffen. Ja, so was Schule halt. Danke. Bitte. Oh, hier sind noch nicht mal irgendwelche... Doch, hier sind Kisten drin. Ah. Sag mal, wie... Was machst du denn? Scheiße. Was? Das war ja heftig eben. Was denn? Er hat mich jetzt fast selber umgebracht. Okay. Was sind blaue Fässer? Okay, Elektroschaden. Wie kann man Strom im Fässer aufbewahren? Das geht nur in Borderlands. Fassgenerator. Oh ja, hier sind ein paar Dollar. Hast du mal einen Fassstrom? Ich hätte gestern fast Internet gebrauchen können. Komm mal zu mir. Come to me, please. Ja, ich bin da. Schön, dass du auflädst, ne? Ja, ich vorhin schon mal einen Kampf gemacht. Das hat ordentlich reingehauen, das Ding. Ach ja, ist das schön. Ja, jetzt würde ich... Es ist nur... Das ist so ein digitales Fadenkreuz hier. Hm. Wahrscheinlich kann ich hiermit auch durch Wände sehen oder so. Also, boah. Also so zielt sich extrem scheiße irgendwie. Nee, also so kann ich nicht zielen, das geht nicht. 200 EP gab es eben für das Vieh. 211 oder sowas sogar schon. Oh nee, schon wieder, ich hasse diese Vieh. Die sind immer so hardcore. Schade, dass das Ding nicht hier irgendeine Special-Fähigkeit hat, die es aufladen kann. Am besten wir gehen mal zurück in die Stadt, geben die Quests ab und können dann die Folge beenden. Ich wollte dich sowieso gerade nachfragen. Ich glaube mal, hier ging's lang, oder? Ja. Oder müssen wir jetzt zu dem komischen Opa wieder? Ach, keine Ahnung. Sollst du mich doch nicht fragen. Sag mal, wo müssen wir jetzt hin? Zu dem Opa oder zurück in die Stadt? Vita, sag mal. Macke oder? Ja, extrem. Du bist schon 11, Alter. Schießt du gerade auf mich? Genau, ich schieße gerade auf dich. Ich bin am Arsch der Welt und ich schieße auf dich, genau. Habe ich den gerade alleine kalt gemacht? Ich weiß doch nicht, wo du bist. Ich dachte, du folgst mir. Okay, ich glaube mal, wir müssen in die Stadt. Oder? Scheiße, ich weiß es nicht.
Also wir müssen weder zum Opa da noch in die Stadt. War hier irgendwas? Hä? Okay. Well? Ach, das Ding hier. Ich hab meinen Geschützturm kurz aufgerüstet. Jetzt bekommst du 1% pro Sekunde. Also 1% Dings, Leben. 1% Gesundheit. Cool. Ich werde jetzt auf Schildenergie und Gesundheit skillen, ne? Ja. Yep. Wer schießt denn hier auf mich? Hörst du Claptrap? Nee, ich höre das Vieh nicht. Ich will das, ich mag das noch nicht. Okay, es hat uns gerade gesagt, dass neue Missionen verfügbar sind. Ich habe mal einen angenommen. Scooter. Warte mal, ich kann jetzt auch einen kurzen Dings hier benutzen. Skillpunkt. Ich habe jetzt 250 Leben insgesamt. Ja, ich auch. Kann ich nicht irgendwie von der SMG hier das Defending-Rohr abmachen oder so? Hm, da wäre schön, wenn man sich von Rohr wegmachen könnte. Sag mal, ich muss schon wieder das Ding hier, oder wie? Raketenwerferwagen? Ja, ja. MG-Wagen? Was wäre so, Raketenwerfer oder MG? MG. Farbe? Ach, wählen wir einfach die hier. Und Fahrzeug generieren. So. Bist du drin? Klar, Mann. Das ist ein echtes Schätzchen, Mann. Meine Karren sind nicht die schönsten, aber sie bringen's, wenn du sie brauchst. Oh, das ist eine Scheißsteuerung. Wie kommt die denn darauf, verdammt? Das hab ich doch gesagt. Viel Spaß. Hä? Also Nils sagt, Steuerung ist geil. Fährt man mit den Sticks oder wie war das? Also der linke Stick ist Gas und der rechte Stick, die Kamera, ist Dingsen hier. Also so wie Panzerfahren bei Saints Row. Hier musst du glaube ich aussteigen. Okay, hier kommt man also nicht durch. Alter. Ist zwar schön, dass es hier eine Fahrzeuge gibt, aber so scheiße. Bitte mach die Steuerung hier wieder normal, also Gas auf R2 und so. Über die Pisswash-Galle gejumpt? Mann, ey, sag Bescheid, wenn du sowas machst. Das war voll abgefahren. Hör auf mit deinem Schluck auf. Entschuldigung. Ist doch nicht immer so schnell. Nee, ich trinke so viel, zu schnell. Ah, das wird das Bier sein, ne? Nö, Quatsch. Ich trinke nur Wasser. Okay, ich glaube, ich habe mich total verfahren irgendwie. Macht doch nichts. Aber so langsam komme ich hiermit zurecht. Ging's hier rein? Nein, hier ging's nicht rein. Alter! Wollte ich doch gerne nicht jetzt. Mann! Kann ich auch drüber fahren? Jawoll! Ja, das sind schon Level 11, also. Die haben's in sich. Ja, der MG ist ja noch schlechter wie meine Waffe. Hättest du Raketenwerfer genommen? Nee. Sag mal, wo müssen wir eigentlich hin? Raketenwerfer ist nur für Mädchen. Die nicht schießen können. Junge, ich hab Dauerfeuer auf den. Wohl bemerkt, ne? Ja. Hab ich gesehen. Hä, was denn jetzt? Achso, Puma gefahren, Pisswash überbringen, Torhebel gefunden. Torhebel? Hier muss irgendwo ein Hebel sein. Wahrscheinlich. Warte, ich steige aus.
Wechseln. Ich such das Ding mal. Was ist das hier? Ich weiß es nicht. Hier ist auch ein Hebel. Wo ist das Problem? Geht nicht. Das wird wohl das Problem sein. Alter, ich habe schon 13.014 Dollar. Nicht 9.700 irgendwas. Hier ist auch eindeutig ein Hebel, eine Kurbel sogar. Warte mal, ich fahre nochmal auf die andere Seite. Immer mit Dreieck einer aussteigen. Oh, hier geht's gar nicht. Mit Dreieck? Mm. Wie geht das dann? Mit Viereck. Oh, jetzt habe ich meinen Charakter gesehen. Yeah. Huh. Okay, dann würde ich sagen, machen wir hier erstmal eine kurze Pause und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn wir dann hoffentlich rausfinden, was wir hier wirklich machen müssen. Also bis dann. Ja, bis dann.